Ja, und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Engladrim, zu einem neuen Part Pokémon Sonne hier aus der Alola-Region. Von der zweiten Insel. Mein Bismarck ist wirklich sehr gründlich. Es gibt erst Ruhe, wenn es etwas gefunden hat. Am besten nimmst du einen anderen Weg, bis es hier alle verborgenen Items entdeckt hat. Okay. Ja, ich habe schon ein bisschen offscreen gespielt. Nehmt es mir nicht übel. Habe aber nicht gespeichert. Also ich weiß schon so die nächsten 5 bis 10 Minuten, was uns erwartet. Also, ja. So ein bisschen. Hey, du da! Aha, tut mir leid, dass wir dich so erschreckt haben. Du bist auf Inselwanderschaft, oder? Oh ja, das bin ich. Ich bin Dexium. Ich heiße Sina. Ein schöner Name für ein schönes Mädchen. Wir sind hierher gekommen, um uns Sehenswürdigkeiten anzuschauen. Aber wir interessieren uns auch sehr für die Inselwanderschaft, die es nur hier gibt. Was sagst du? Willst du einen Kampf gegen Dixio wagen? Bitte. Obwohl, wo wir schon mal hier sind, da bleiben wir auch da. Lass uns einen Kampf austragen. Ja, darauf war ich vorbereitet. Los geht's. Dann zeig ich dir mal, was meine Partner so drauf haben. Auf geht's in den ersten Trainerkampf auf der zweiten Insel mit Trainer Dixio. Fleckmon. Natürlich setze ich jetzt Lea ein. Habe ich eventuell irgendwie geplant? Ja, ich weiß, das ist irgendwie ein bisschen unfair, aber... Komm. Das Leben ist nicht schwer. Okay, ich sehe gerade, ist irgendwie ein bisschen schlecht für den Kampf eingestellt. Aber man sieht doch beides. Man sieht doch beide KP leisten. Sieht bei der Pokémon. Ist ja auf den Dialog ausgestellt, die Kamera. Wartet er schnell vorbei, der Kampf. Achtung, Spoiler. Hätte ich vielleicht vorher sagen können. Lea Level 3. Quatsch. Lea Level 3 sage ich schon. Lea die dritte erreicht Level 13. Diana wird eingesetzt. Ich muss mal schnell mal einen Supertank einsetzen, da ich nicht unbedingt das Bedürfnis habe, jetzt mein Mauzi sterben zu sehen. Nein, das habe ich nicht wirklich. So. Versuchen wir mal weiter mit Biss. Ja, scheint etwas effektiv zu sein. Weiterhin Supertrank reinsetzen. Wollen wir ja nach Möglichkeit verhindern. Den Tod von der dritten Lea. So, noch einmal Biss und das dürfte es dann gewesen sein, denke ich. Ja, kein so spektakulärer Kampf. Hielt sich doch in Grenzen. Lea, die dritte, erreicht Level 14. Und versucht, Kratzfurie zu erlernen. Das bringen wir ihr doch glatt mal bei. Und vergessen dann mal Heuler.
Heuler wurde vergessen und Kratzfurie wurde erlernt. Dexter wurde besiegt. Wie ich sehe, unterscheiden sich die Trainer in Alola von denen in Carlos. Beide haben ihren ganz eigenen Stil. Zwangfuss gewinnt 2240 Pokédollar und geht sich gerade aus diesem Kampf gegen Pokémon-Trainer Dexio aus Kanto hervor. Etwas anderes hätte ich von einem Trainer auf Inselwanderschaft auch nicht erwartet. Ich kann die starken Verbindungen zwischen dir und deinem Pokémon spüren. Einen Moment lang hat es sich so angefühlt, als ob ich ein Teil der Inselwanderschaft gewesen wäre. Als kleines Dankeschön heile ich deine Pokémon. Du und deine Pokémon, ihr seid eine nahezu unschlagbare Kombination. Das erinnert mich an uns früher und an die fünf jungen Trainer von damals. Dann ist es beschlossene Sache, würde ich mal sagen. Ich kann dir diesen wichtigen Gegenstand anvertrauen. Oh, du erhältst das Item Zygarde-Würfel. Zygarde-Würfel wurde in der Basis-Items-Tasche verstaut. Damit kannst du die Kerne und Zellen eines Pokémon namens Zygarde sammeln. Mehr dazu erzählen wir dir ein andern Mal. Pass vorerst einfach gut darauf auf. Wenn du auf Inselmannschaft bist, könnte es nicht schaden, deine Pokémon auf Route 4 zu trainieren. Also dann, jetzt heißt es Abschied nehmen, Bon Voyage. Alola. Ja, und ich gehe jetzt schnellstens mal meine Pokémon heilen. Mein eigenes Pokémon, was in diesem Kampf eingesetzt wurde. Also, das Team wurde noch nicht wirklich in Anspruch genommen. Vielen Dank für deine Geduld. Deine Pokémon sind wieder topfit. Bitte beehren uns bald wieder. Ja, das werde ich bestimmt machen. Tausch mal schnell die Pokémon. So, dass jetzt John und Livia an der Spitze sind. Ich habe mal, als ich das als das mal offscreen gespielt habe, habe ich mal bemerkt. Oh, wer ist denn das dort? Winken die mir hier so her. Ich liebe die Sonne, wie sie strahlt, wie sie lacht. Ich liebe den Mond, wie er scheint in der Nacht. Hörst auf zu winken. Der traditionelle Alola-Tanz drückt die Dankbarkeit aus. Ich denke, dass wohl auch die Z-Kraft, Pausen, diverse Gründe, Gefühle zum Ausdruck bringen können. Okay, ja, haben sie aufgehört zu winken. Oh, da fangen sie wieder an. Ja, lassen wir sie mal winken. Wo war ich stehen geblieben? Irgendwas habe ich im Offscreen-Training bemerkt. Ach ja, ich habe bemerkt, dass Lilly in seinem Fach so doch etwas schwächer ist. Also sich auch nicht so gut trainieren lässt. Im Kampf etwas versagt. Also, willkommen im Hotel Meeresrauschen. Okay. Oh, und wer da ist? Das freut mich sehr. Oh, du bist es, Zwergfürst. Auf dem Weg hierher kommt mir einige Mitglieder von Team Skull entgegen. Also habe ich einen Umweg gemacht, um keine Ärger zu bekommen. Leider konnte ich deswegen meine Verabredung nicht mehr einhalten. Egal, nun bin ich ja hier. Du bist wohl auf dem Weg zur nächsten Prüfung, nicht wahr, Zwergfürst?
Ich habe mal in einem Buch gelesen, dass die nächstgelegene Prüfungsstätte hinter Route 4 zu finden ist. Ja. Dann werden wir uns gleich, glaube ich, mal Richtung Route 4 begeben. Aber erstmal gucken wir uns hier nochmal in dem Hotel hier ein bisschen um. Wenn man damit die Habitate eines Pokémon abruft und die Zoom-Funktion der Karte nutzt, erfährt man jede Menge hilfreiche Dinge, oder? Ja, mit dem Rotom-Pokédex erfährt man bestimmt einige hilfreiche Dinge. Ich habe sie noch nicht ausprobiert. Oh, ein Starmie. Mii. In deinem Beutel scheint Platz für alles zu sein. Wenn ich du wäre, würde ich einfach selbst in den Beutel hüpfen und darauf warten, dass mich jemand mit auf die Reise nimmt. Zu ungefähr in fantastischen Tierwesen und wo sie zu finden sind. Ja, okay. Ein kleiner Anschnitt auf einen Film, den ich letztens gesehen habe. Ein blaues Dach in Kantai, blau wie auch die weite See. Blau genau wie die Augen, die im Traum ich oft noch sehe. Hier im Hotel Meeresrauschen traf ich dich und du trafst mich. Weißt du noch die Lumineon, wie sie tanzen in den Wogen? Weißt du noch die roten Wangen, als wir lachten, frei von Sorgen? Drum buche schnell und sei unser Gast. Wir befreien dich von jeder Alltagslast. Pokémon Sonne, Seefahrtsunternehmen, Insel 2. Buchen Sie jetzt unser billiges Reiseunternehmen direkt hier in diesem Hotel. Und seien Sie versichert, dies ist keine peinliche Werbung, die einfach so dazwischen gehauen wird. Die nur auf Konsum bedacht ist. Sprich die Werbung einfach noch weiter und ich bin schon im hohen Gras. Tja, was ist denn das für ein Vogel? Ne, stimmt, ist ja gar kein Vogel. Ist ein Pampudi. Ein Esel. Nein, danke. Einen Esel brauche ich noch nicht. Sag ich Bescheid, wenn ich Lasten zu tragen habe. Tipps für Trainer. Pokémon derselben Art können sich in ihren Statuswerten unterscheiden. Selbst wenn sie am Anfang des gleichen Werte haben, kann es im Verlauf eines Trainings zu großen Unterschieden kommen. Joa. Hübsche Route. Ein Stein. Du findest das Item Minipilz an einem Stein. Minipilz von einem Stein wurde in die Itemstasche verstaut. Gut, das sieht auch gut aus. Der Zygarde-Würfel hat eine geheimnisvolle Lebensform absorbiert. Sina ruft an. Denn Zygarde-Würfel hat mir gerade ein Signal übermittelt. Der geheimnisvolle Organismus, den er soeben absorbiert hat, ist eine Zygarde-Zelle. Der Zygarde-Würfel, den wir dir gegeben haben, fungiert als Behälter für Zygarde-Zellen und Kerne. Er ist für sie wie eine Art Nest. Sein Sinn und Zweck ist es, die Zelle und Kerne in sich aufzunehmen. Das war es erstmal von mir. Ich melde mich dann später wieder. Au revoir. Okay, ich habe kein Wort verstanden. Habt ihr ein Wort verstanden? Oh, das sieht nach einem Pokémon-Kampf aus. Nach einem Trainerkampf sogar. Pokémon-Sammler Tua fordert dich heraus. Na dann. Ich freue mich. Freut ihr euch? Hatte der mir gerade mein Pokémon geklaut? Nee. Mein Pokémon ist noch bei mir. Naja, kannst du haben. Ist schwach. Lilly ist schwach, kannst du. Kriegst du geschenkt. Ich habe, wie gesagt, offscreen schon
ein klein wenig trainiert, bin mal ein bisschen durch so Gras gelaufen. Hab die Nützlichkeit meines Teams begriffen, welches meine Teammitglieder ich da benutzen kann und welche da ich eher irgendwie versuchen sollte, vielleicht leicht kriminell mal loszuwerden. Das betrifft aber keine Angst, das betrifft nur, dass man einfach so, das ist ein bisschen, nun ja, wie soll ich es ausdrücken, ein schlechtes Geschenk. Vielleicht finden wir ja eine Möglichkeit, das zu trainieren. Muss ja nicht heißen, dass wir es loswerden müssen. Aber ich werde jetzt nicht weinen, wenn das liebe Mamfaxo innerhalb eines Kampfes versehentlich sterben sollte. Ja, habe ich Platz für nichts. Das ist da so herzlos bin ich, dass ich sogar die ganze Zeit-Attacke hier gerade ignoriert habe. Tja, geht ja gar nicht. Leute, Pokémon-Kämpfe sind mir immer noch irgendwie ein Graus. Ich verstehe es nicht, aber ich liebe eher die Story. Also das frei rumlaufen. Die Story so zwischendurch ist dann doch nicht so mein. Also das viele Gespräche und das viele Gerede. Finde ich dann auch nicht so toll, aber irgendwie. Nein, Brüller will ich nicht erlernen. Bringt mir doch nicht. Ach, jetzt habe ich meine Sammlung wohl um eine Niederlage ergänzt. Zwergfürst gewinnt 448 Bucke-Dollar. Und geht auch siegreich aus diesem Trainerkampf im hohen Gras hervor. Und dann sammeln wir dieses Item hier ein. Du findest das Item Believer. Believer wurde in der Medizintasche verstaut. Super. Dann gehen wir weiter. Sein nächster Trainerkampf. Oh, ich kann ihn umgehen. Das ist ein Item. Ist das Item Zitterorb, was auch immer ein Zitterorb ist. Es geht in den Kampf. Wildes Pokémon erscheint, ein Peppek. Oh, das kommt uns doch irgendwoher bekannt vor. Ja. Ein Peppek, das habe ich doch irgendwo mal gesehen. So. Ich guck mal kurz nach, was in Dingens das Item ist, was wir gerade gefunden haben. Keine Ahnung, habe ich es nicht mehr gefunden. Mein Beutel. Ich umgehe auch gerne Pokémon-Trainerkämpfe. Weiß nicht, was mit mir los ist. Eigentlich sollte ich die lieben. Och, dieser Esel soll mal verschwinden, komm. Will man ein cooles Pokémon in meinem Team haben? Ich brauche nicht so ein Esel hier. Ochs und Esel hier zur Weihnachtszeit. Passt ja schön. Muss ich nur noch einen Ochsen-Pokémon finden? Och nö, ist eine Sackgasse. Muss ich wohl oder übel hier durch. Wenn du Captain Mahu vorbei willst, musst du deinen Pokémon doch etwas trainieren. Stimmt auch wieder. Deshalb kämpfe ich mal ein bisschen gegen den Koch hier. Ne, den Küchenchef. Ein bisschen mehr als den Koch. Johann. Küchenchef Johann, fordert dich heraus. Ja. Auf geht's. Eine Biene. Ich bin eine Biene. Sowas habe ich auch im Team. Nennt sich Karl. Feuerzahn. Macht die Biene kaputt. Eine Bommel. Oh, könnte alternativ auch eine Hummel sein. Wenn es schon so heißt. Ich bin mir da nicht ganz hundertprozentig sicher. Gut, weiter geht's. Entweder hier lang oder alternativ dort unten oder noch alternativ da oben lang.
Da oben sieht es am interessantesten aus. Ich versuche es bloß einmal hier kurz. Du hast das Item Japa-Beere. Japa-Beere wurde in einer Tasche, die ich nicht gesehen habe, verstaut. Noch ein Item. Na, hört das gar nicht mehr auf. Pfirsichbeere gefunden. Aber in der Stadt. Uhana. Oft auch Desperado genannt. Snoop. Das ist aber ein etwas Western-Dorf. Western-mäßiges Dorf. Hey Zwergfürst, lass uns rausfinden, wer von uns der Stärkere ist. Immerhin habe ich auch die große Prüfung bestanden und mir einen Satzring erkämpft. So wie es hier in Ohana aussieht, kommt man sich vor, als würde man ein Duell in einem Western austragen. Sagte ich doch gerade. Kriege ich hier gleich die Bestätigung. Voll cool und aufregend. Wir wollen natürlich einen fairen Kampf, also lass mich eben deine Pokémon wieder fit machen. Gut, dann gibt es hier noch einen Cowboy-Kampf hier im alten Western. Ja, so ähnlich. Los geht's! Pikachu und Co. geben das Beste! Naja, gut. Darauf war ich jetzt nicht vorbereitet. Pokémon-Trainer Tali fordert dich heraus. Ha, ich habe mehr Pokémon. Und Pikachu, ich muss irgendwo meinen Pikachu fangen. Ich habe bloß noch keins gefunden. Schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr wisst, wo ich einen Pikachu finde. Mir ist noch keins begegnet. Sonst hätte ich es gefangen. Ja. So, auf jeden Fall passende Kampfmusik zu einem Western-Streifen. Ich würde keine andere Musik einspielen, aber ich fürchte, ich werde in der kurzen Zeit keine Western-Musik finden, die GEMA-frei und angemessen ist. Also lasse ich es mal lieber in der beide Ingame-Musik bleiben. Rasierblatt, ja, das wird dir nicht viel helfen. Das wird dir nicht viel helfen. Mein Lieber, in dieser Stadt ist nur Platz für einen von uns beiden. Damit ich auch mal ein Filmzitat gemacht hätte. So, Level 20. John erreicht Level 20. Und der Rest des Teams ist noch ein bisschen hinterher. Das werde ich vielleicht auch offscreen ein bisschen hochleveln. Hey, sag mal, wie bist du auf diese Taktik gekommen? Das ist gar keine Taktik. Ich mach es einfach so, ich habe gar keine Taktik. Du hast einfach zu schwache Pokémon. Zwangfast gewinnt 680 Pokédollar und geht siegreich aus diesem Kampf gegen Tali hervor. Ich muss gar keine Taktik haben. Ich muss mir gar nicht erst eine Taktik überlegen, um dich zu besiegen. Das war ein guter Kampf. Meine Pokémon hatten auch Spaß und darauf kommt es schließlich an. Hier, Zwergfürst, das ist für dich. Du erhältst das Item Angriffsplus. Angriffsplus wurde in der Plus-Tasche verstaut. Nein, Items-Tasche verstaut. Das Herrscher-Pokémon hatte eine ziemlich widerstandsfähige Aura. Stimmt. Bei anderen Herrscher-Pokémon ist das bestimmt auch so. Spoilert der gerade die Herausforderung, die ich im nächsten Part machen werde? Bitte nicht. Aber mit einem Angriffsplus erzielen die Attacken deiner Pokémon mehr Volltreffer. Dann spielt die Aura keine große Rolle mehr. Manche Pokémon-Kämpfe gewinnt man und manche verliert man. Schlimm ist nur, wenn man keinen Spaß dabei hat. Ja, Spaß ist das Wichtigste. Also dann, bis später. Ich gehe mir die Ohana-Farm anschauen. Ja. Dann würde ich mal sagen, hier vom Dorfplatz aus.
Hier hatte ich gerade so einen wunderschönen Winkel. Hier mit einem ziemlich modernen Pokémon Center im Bild. Passt da irgendwie nicht rein, aber gut, der Rest passt irgendwie. Dann würde ich sagen, howdy ho und ja. Bis zum nächsten Part, meine werten Cowboys und Indianer. Dann im alten Westen, wenn es dann wieder heißt. Mir fällt gerade kein cooler Spruch für den wilden Westen ein. Ich werde mal ein bisschen recherchieren bis zum nächsten Part. Aber bis zum nächsten Part erstmal, ja, eine angenehme Zeit euch. Ja, ein Däumchen nach oben, sollte es euch gefallen haben. Eine Milchkuh. Milta! Ja, lange bevor die Stadt gegründet wurde, als es hier noch nichts gab, sollen Menschen und Taurus gemeinsam durch die Lande gezogen sein. Ja, im nächsten Part mehr aus dieser Stadt. Däumchen nach oben, sollte euch der wilde Westen gefallen und sollte euch dieser Part gefallen haben. Abo da lassen, solltet ihr neu auf meiner Kanalseite sein und ja keinen weiteren wilder Western Part verpassen wollen. Ja. Und dann wünsche ich euch noch einen angenehmen fürstlichen Tag und ja. Gehabt euch wohl. Ciao, ciao. Haut rinne.